Herzlich willkommen zum RSO Reisentalk vor dem Auswärtsspiel unseres TSV Steinbach-Haiger in Fulda. Und wir haben natürlich vor der Kamera Hüsni Tahiri. Hallo Hüsni. Hallo. Ja, Hüs, nochmal Rückblick auf das letzte Heimspiel, so mit ein paar Tagen Abstand. Wie fällt die Analyse jetzt so aus? Ja, gar nicht ganz einfach. 0-2 verloren und zwei, in dem Fall drei Tore hätten wir schießen müssen, um zu gewinnen. So, und jetzt inhaltlich nochmal komplett aufs Spiel zu gehen, dass die erste Halbzeit wenig mit Tempo gespielt wurde nach vorne. Viel Ballbesitz, aber nicht zwingend. Eine Kopfballchance von Michael, die gegen die Latte knallt, wo wir das halt so auch angesprochen haben und auch so auch trainiert haben, wie wir es in dem Moment da gespielt haben, aber eine Chance rauszuspielen, obwohl du 70% Ballbesitz hast, war es dann viel zu wenig in der ersten Halbzeit. Deswegen haben wir da nochmal was geändert in der zweiten Halbzeit und haben alles versucht, haben viele, viele Torchancen gehabt, viele Möglichkeiten gehabt und hinten heraus kriegst du dann das 2-0 durch den Konter, was auch bitter ist, und stehst dann da mit leeren Händen. Haben wir alles analysiert, alles angesprochen. Wir wissen selber, wo wir dran sind. Wir sind optimistisch, wir glauben dran. Wir in der Mannschaft, der ganze Staff, der Verein, wir glauben dran, dass wir da auch die nötigen Punkte jetzt die nächste Woche einfahren werden und wollen natürlich. Natürlich ist es ein schlechter Start. 2 Punkte ist wenig, ja, aber das sage ich auch von vornherein, das habe ich auch immer gesagt. Ich werde nie irgendwelche Platzierungen oder irgendwelche Ziele ausgeben. Ich schaue immer von Spiel zu Spiel und die 4 Spiele waren halt von der Punkteausbeute her sehr mager. Das ist halt Fakt, was momentan steht. Aber wir sind optimistisch, wir sind mental stark, wir lassen uns da nicht irgendwo biegen, dass wir dann komplett einbrechen. Die Mannschaft ist intakt, wir sind intakt und wir werden weiter daran arbeiten und hoffen, dass es jetzt dann auch besser wird von den Ergebnissen her. Ändert man dann in der Trainingswoche irgendwas nach so einem Spiel? Ehrlich gesagt nicht. Wir haben ganz normal weitergearbeitet und das ist halt, hört sich vielleicht alibimäßig an, aber immer weiterarbeiten. Ja, wir werden immer weiterarbeiten, haben wir die Woche auch gemacht. Der eine oder andere ist zurückgekommen von den Spielern, die nicht fit sind, und hoffen, dass sie fit sind. Hast mehr Alternativen, hast mehr Möglichkeiten. Das sind aber keine Ausreden, nicht falsch verstehen, weil ich bin nicht der Trainer, der irgendwie eine Ausrede sucht. Wir werden weiter ganz normal arbeiten, haben die Woche auch ganz normal trainiert und so gehen wir es an. Barockstadt Fulda Lehnertz, Trainerwechsel vor kurzem erst gehabt. Seitdem hat sich an der Aufgabe viel verändert. Ja, ich habe jetzt das Video mir angeschaut gegen Göppingen. Die haben natürlich mit Schaaf, Pomnitz, Fischer gute Spieler in ihren Reihen, die halt da die Verantwortung übernehmen. Und natürlich erkennt man immer wieder Muster bei denen, wie sie spielen wollen, gegen den Ball, mit dem Ball. Und unter den jetzigen Trainer. Ich war jetzt Ähnlichkeit zu sehen, vorher von Göhren und jetzt. Ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Mannschaft da irgendwo auch intakt ist und eingespielt ist. Und darauf bereiten wir uns vor und dann schauen wir mal. Aus deiner Erfahrung im Fußball, kann das mehr Kräfte freisetzen oder wie sehr wirkt sich sowas aus? Weil ich meine, der Wechsel in Fulda war ja jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgrund der Tabellensituation bedingt. Nee, gut, ich habe das auch am Rande mitgekriegt, was da dann, es wird im Fußball auch, muss man auch sagen, viel, viel oft falsch interpretiert Sachen, wo irgendwelche Sachen erzählt werden, wo was falsch aufgefangen wird oder nicht richtig aufgefangen wird, um es mal genau zu sagen, wird es dann so weitergetragen. Was da jetzt passiert ist, wirklich, beschäftigen uns nicht mit. Ja, weil am Samstag stehen 11 Spieler auf dem Platz, die wollen gewinnen, die sind heiß, ist eine gute Mannschaft, die haben eine gute Platzierung erreicht letzte Saison. So und so viele Abgänge haben sie jetzt nicht da, bis auf den Stürmer, haben aber mit Fischer einen guten Ersatzstürmer bekommen. Aber die Mannschaft und wir machen uns da nicht großartig Gedanken, wer ist da oder was da jetzt passiert ist mit den Trainer oder mit den Ex-Trainer. Erinnert man sich eigentlich gerne nochmal an das Spiel in Fulda zurück, was wir im letzten Jahr hatten, was wir so spannend am Ende gewonnen haben? Oder lässt man das komplett im Schrank hängen und sagt, hey, es ist ein komplett anderes Spiel? Ja, ich hatte das unter der Woche
Schon mal im Kopf, mit dem 3-2 und dann auch so ein Traumtor von Wehling, der dann oben in den Winkel einschlägt in der ersten Halbzeit. Wir eigentlich gut angefangen haben, ja, auch dominiert haben den Gegner, aber die dann mit einem Doppelschlag 2-0 führen, eine Halbwehrflanke, den der Kopfball reingemacht, dann Freistöße, die wir nicht verursachen wollten, dann sind sie auch darüber hinaus gefährlich und da haben sie dann auch das 2-0 gemacht. Ja, und dann stehst du erstmal mit dem Rücken zur Wand und zweite Halbzeit, was wir dann da gespielt haben, das war schon sehr, sehr gut. Und aber wie gesagt, du kannst nicht jedes Wochenende dann, wenn du mal 2-0 zurücklegst, 3 Tore schießen. Aber man erinnert sich schon, ich erinnere mich daran, aber ich habe es jetzt gar nicht der Mannschaft weitergegeben, weil jedes Spiel fängt von neu an und es geht von 0-0 los. Auch morgen haben wir wieder einen Fanbus mit dabei. Jetzt ist da natürlich eine Laufbahn außenrum. Glaubst du, man merkt immer noch trotzdem, dass dann Support da ist oder... Was hast du so Gefühl, wenn so Stadien gerade mit Laufbahn so noch gespielt werden? Das merkst du, das nicht nur Spieler, Trainer, wir haben halt so Antennen. In Offenbach waren, glaube ich, ich habe gezählt beim letzten Spiel in der letzten Saison 6 Zuschauer hinter der Gästetribüne. Und das gibt es keine Laufbahn, aber ist mir sofort dann aufgefallen, wenn du ein bisschen die Farben siehst. Und von daher auch jetzt in Fulda, auch wenn der Laufbahn... Mag ich persönlich auch nicht, so eine Laufbahn dazwischen ist. Für die Zuschauer ein bisschen blöd, aber wir nehmen das schon wahr. Ja. Und das nehmen die Spieler auch wahr. Das hast du auch in Hoffenheim gemerkt, auch wenn es Hoffenheim keine Laufbahn waren. Aber das war schon, ja, vom Gefühl her war das schon so, ja, wir sind nicht ganz alleine. Und du hast vorhin gesagt, immer weiter arbeiten, auch wenn die Situation in der Tabelle gerade natürlich nicht nach unserem Wunsch aussieht. Dementsprechend für morgen wahrscheinlich viel vorgenommen. Aber auch kann man sagen, wirklich, dass man immer komplett dabei bleibt, man arbeitet so normal weiter oder merkt man auch, dass irgendwo ein Druck auf einen entsteht? Ja, Druck jetzt für mich nicht. Und du sprichst gerade an, diesen Druck möchte ich aber auch nicht in die Mannschaft bringen. Dass wir jetzt müssen. Du musst gar nichts im Leben. Wir wollen natürlich logischerweise Spiele gewinnen. Wir wollen auch das Spiel gewinnen, ist ja klar. Und dafür fährt man hin und dafür spielt man Fußball. Das war aber die ersten 4 Spiele auch so. Und diese Dinge, die müssen wir abstellen, die ich dann unter der Woche oder die letzten Wochen auch angesprochen habe, mit den Unkonzentriertheiten, mit der Laufbereitschaft nochmal einen draufzusetzen, komplett das Tor zu verteidigen, bis hinten hin durchzulaufen. Das waren ja kaum individuelle Fehler, die wir da in den 4 Spielen bestritten haben, wo wir Gegentore kassiert haben. War ja keine individuelle Fehler dabei, ging es einfach nur um Unkonzentriertheiten. Und ja, ich weiß auch, wie es ist, wenn du jetzt, wir haben 2 Punkte, jetzt sind 5 Punkte. Ja, oder 6 Punkte, ich glaube, da hätte keiner irgendwie jetzt irgendwelche Meinungen, Ausreden, wie auch immer. Da wird dann immer viel erzählt, ja, man kriegt immer viel mit auch. Und nochmal, hätten wir 6 Punkte, da wird keiner so reden. Jetzt hast du aber nur 2 Punkte, das ist aber auch Fakt. Ich kann auch mit Kritik umgehen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Das prallt an mir ab. Und ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft ist, ich kann in die Köpfe nicht gucken. Da muss man als Trainer halt, wir im Trainerteam halt genau gucken, auch wer ist frisch vom Kopf her, wer ist da für das Spiel morgen, wer ist bereit. Und ja, natürlich ziehst du, aber ich ziehe immer die Zügel an im Training, weil ich stehe auf Intensität und das machen wir. Dann muss man halt gucken, dass man die richtige Aufstellung erwischt, die richtigen Spieler ins Rennen schickt. Und das war halt nicht der Fall, dann nehmen wir das auf unsere Kappe. Ich bin kein Trainer, der jetzt wegläuft vor irgendwas, das ist Fakt. Und wenn mir dann einer sagt, ey, ja, mit der Aufstellung gewinnen wir oder mit den Spielern gewinnen wir, gerne. Aber kannst es nicht hervorsehen. Das kann nicht mal Hansi Flick, nicht mal Nagelsmann hervorsehen. Die haben auch alle ihren Matchplan. Entweder geht auf und momentan ist er nicht aufgegangen. Das ist einfach Fakt. Wir versuchen es jetzt besser zu machen. Wir versuchen auch ein paar Stellschrauben zu drehen. Wird es, denke ich, schon die eine oder andere Änderung geben in der Aufstellung für morgen. Glaubst du, dass das jetzt auch ein Vorteil ist, dass jetzt einige Spieler, die in der Vorbereitung doch schon Phasen verpasst haben, auch gerade auf neuralgischen Positionen? Ich meine, man kann ja sagen, dass wir zentral auch viel, oder ihr musstet ja viel experimentieren und umbauen und es füllt sich ja langsam auch wieder da auf den Positionen. Nicht, dass die Spieler es schlecht gemacht hätten, aber glaubst du, dass das ein Vorteil ist, dass das jetzt auch wieder... die Spieler alle ein bisschen mehr reinkommen in den Spielbetrieb, in den Rhythmus? Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du in der Vorbereitung nochmal, mir hat es ja gefallen,
Nach dem Kircher, Michael, Außenspieler, Außenverteidiger, Außenflügelspieler, in der Vorbereitung im Zentrum gespielt haben. Das war mega. Gegen Hohe Keppel, gegen Wuppertal. Ja, dann geht es in die Saison. Da ist ein bisschen vielleicht der Druck da für den einen oder anderen Spieler. Vielleicht macht er sich auch irgendwo selber den Druck. Machen trotzdem gute Spiele, muss man auch sagen. Gegen Freiberg hat Tim Kircher 300-prozentige. Also das sind 100-prozentige. Kannst nicht mehr nachtrauen. Wenn die drei drin sind, dann brauchen wir ja nicht stehen und in der Öffentlichkeit und drumherum und Social Media und so weiter und so fort. Da wird halt, da würde jetzt keiner irgendwie was sagen. Ja, und es ist nicht so gelaufen und dann sind die Töne halt laut. Das ist aber auch klar, das kenne ich vom Fußball, das ist normal. Aber ansonsten habe ich, oder würden wir uns nie beschweren, dass Tim und Michael im Zentrum gespielt haben und die haben es gut gemacht. Ja, ich kann jetzt hier stehen und sagen, ja, ich brauche Spieler oder sonstiges. Nein, wir haben 16, 17, 18 Spieler mit den Torhütern 20. Der eine oder andere wird sicherlich noch dazukommen. Und dann arbeitest du mit denen. Und das sind gewisse Regionalligaspieler und dann kann ich das von denen auch erwarten, dass sie das umsetzen. Und klar, wenn jetzt Tyson zurückkommt, Ole Kuiper einigermaßen fit ist, natürlich hast du dann mehr Alternativen. Ist ja auch klar, ja, dass der Tim dann eventuell auf seine Position spielen kann. Ist ein Ole Kuiper fit über 90 Minuten? Ja, der hat vorher 2,5 Monate kein Fußball gespielt. Ja, das darf man nicht vergessen. Also fußballspezifisch ist was anderes, wie wenn du laufen gehst und dich fit hältst. Das sind halt diese inhaltlichen Dinge, die wissen wir. Und ich möchte dann nicht irgendwo einen Spieler überheizen. Ja, okay, wir stecken jetzt ins Feuer und dann verletzt er sich. Und dann haben wir 8 Wochen einen guten Spieler, ja, muss ich schon sagen. Ein Spieler, der Verantwortung hat, wo sich die Jungs auch ranziehen, haben wir dann 8 Wochen nicht mehr da. Dann können wir wieder auf den Transfermarkt gehen und nach Spieler suchen. Und ich weiß, dass wir keine Zeit haben. Wir wollen auch punkten, ist mir auch klar. Und da muss man halt gucken. Thais mit seinen Rückenproblemen kommt zurück. Ole Kuiper kommt zurück. Galle, er hat ein Schienbein, man konnte sein Schienbein schon sehen über dieses Foul, was genäht worden ist, kommt zurück. Und du hast dann halt ein paar Alternativen mehr. So. Und Ertan und Chris Meyer fallen länger aus. Und das ist halt das Gute. Also wenn du Alternativen mehr hast, dann glaube ich, kommt auch nochmal ein besseres Gefühl in die Mannschaft. Und ja, das sind halt die Dinge. Und wir wissen die, ich weiß die, wir im Trainerteam wissen die und haben dadurch auch logischerweise ein besseres Gefühl. Allein wenn Tyson mit seiner Erfahrung schon dabei ist, ja, der Verantwortung übernehmen kann. Ole könnte Verantwortung übernehmen, wenn er spielt. Dominik Voltmar könnte Verantwortung übernehmen. Und das wissen die Jungs, da wissen, wo die dran sind. Und wenn du dann halt ein paar Alpha-Tiere im Spiel hast, dann erhofft man sich und dann hofft man sich natürlich und hat noch ein besseres Gefühl, ohne jetzt über die jungen Spieler zu sagen, okay, die kriegen es nicht hin. Aber der Kader ist halt nochmal größer und ja, und deswegen sind wir gut gestimmt für das Spiel und auch positiv gestimmt. Ja, Hüsti, vielen Dank erneut für die offenen Worte und wir drücken natürlich der Mannschaft und euch ganz, ganz fest die Daumen für das Spiel morgen in Fulda. Okay, Dankeschön.